So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going, and remember where we've been. Willkommen Freunde zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal drei Tastaturen von Cooler Master im Detail an. Dabei handelt es sich um drei Tastaturen aus der sogenannten Master Keys Pro Serie. Und zwar einmal um die Master Keys Pro L, ca. 160 Euro, die Master Keys Pro M, ca. 114 Euro, sowie die Master Keys S, ca. 140 Euro. Wer jetzt ein wenig aufgepasst hat, der wird bereits gemerkt haben, dass es sich dabei um drei verschiedene Größen handelt. Einmal um die große L-Variante, die etwas kleinere M-Version sowie die kleine S-Tastatur, bei der auf ein Numpad verzichtet wurde. Es handelt sich also um eine sogenannte 10-Keyless-Tastatur. Alle drei Tastaturen werden in einem sehr schlichten, aber eleganten grauen Karton geliefert und sind durch eine schwarze Stofftasche geschützt. Weiterhin befindet sich ein 1,5 Meter langes, gesleeftes Kabel in dem Karton, das über einen Micro-USB-Anschluss angeschlossen wird. Bei der L- und M-Variante lässt sich das sehr kurze Kabel durch verschiedene Kabelkanäle führen, entweder direkt nach hinten oder aber seitlich heraus. Mit dem mitgelieferten Werkzeug lassen sich zudem die Tastenkappen abnehmen. Der erste Eindruck fällt also sehr positiv aus. Die Master Keys Pro L wiegt über 1 Kilogramm und ist damit recht wuchtig. Durch zwei kleine Standfüße lässt sich der Anstellwinkel der Tastatur anpassen. Kleine Gummis an den Standfüßen sorgen auch bei abgeschreckter Nutzung für einen ausreichend rutschfesten Stand. Das Tastenlayout der Tastaturen entspricht dem deutschen Standardlayout. Die Windows-Tasten haben das Cooler Master-Logo verpasst bekommen und eine weiße Hintergrundplatte sichert eine gleichmäßige und helle Ausleuchtung der LEDs. Denn alle drei Tastaturen liegen in der RGB-Variante vor. Die Tasten lassen sich also unabhängig voneinander in 16,5 Millionen Farben beleuchten. Neben dem statischen Leuchten der Tasten gibt es weitere Beleuchtungsmöglichkeiten wie eine Welle, die über die Tastatur läuft, Regentropfen, die über die Tastatur laufen, einen Atmungsalgorithmus und weitere. Zudem lassen sich mehrere eigene Beleuchtungsvarianten erstellen, indem verschiedene Layer übereinander gelegt werden. Insgesamt lassen sich bis zu 4 verschiedene Profile anlegen, die auf der Tastatur durch die Tasten P1 bis P4 jederzeit gewechselt werden können. Ihr könnt jedoch auch Lichtprofile von anderen Nutzern herunterladen. Weiterhin verfügen alle drei Tastaturen über verschiedene Sonder- und Mediatasten, um zum Beispiel die Beleuchtung direkt an der Tastatur selbst zu ändern, die Lautstärke zu erhöhen oder die Windows-Taste für schnelle Spiele zu sperren. Die Makro-Tasten lassen sich hingegen nicht über die Software steuern, sondern sind lediglich über die Hotkeys nutzbar. An dieser Stelle jetzt ein kleiner Exkurs und eine Erklärung zum allgemeinen Verständnis, denn bei allen drei Tastaturen, die ich euch gerade vorstelle, handelt es sich um mechanische Tastaturen, die mit Cherry MX-Switches ausgestattet sind. Je nach Färbung benötigt ihr mehr oder weniger Kraft, um den Tastendruck auszulösen. Es gilt zwischen taktilen sowie linearen Modulen zu unterscheiden. Taktil bedeutet, dass das Modul über einen spürbaren und oder hörbaren Druckpunkt verfügt und ihr also bemerkt, wenn ihr die Taste auslöst. Das Klicken ist ein markantes Merkmal für mechanische Tastaturen. Linearen Switches hingegen fehlt diese Art der Rückmeldung. Die Pro L verfügt über braune Schalter, die taktil und leise sind und somit spürbares Feedback geben, allerdings ohne den klassischen Klick. Es sind 55 Gramm und ein Schaltweg von 2 mm notwendig, um den Tastendruck auszulösen. Die Pro M verfügt über blaue Switches, die einen spürbaren Widerstand haben und mit einem deutlich hörbaren Klick antworten. Zum Auslösen werden 60 Gramm Druck benötigt und der Weg bis dorthin beträgt 2,2 mm, also weniger für ein Großraumbüro geeignet. Die Pro S ist mit roten Schaltern ausgestattet. Die sind gerade bei Gamern sehr beliebt und sehr ähnlich zu den braunen Schaltern, nämlich taktil und geben damit ein spürbares Feedback, aber ohne einen Klick. Zum Auslösen werden 45 Gramm Druck und 2 mm Weg benötigt. Natürlich könnt ihr euch vor dem Kauf der entsprechenden Tastaturen entscheiden, mit welchen Switches die jeweilige Tastatur ausgestattet sein soll. Ich für meinen Teil komme mit den roten und braunen Schaltern sehr gut zurecht. Die blauen sind mir und auch meinen Mitmenschen ein wenig zu laut. Für Vielschreiber, die zum Beispiel einen Roman verfassen, gibt es aber vom Schreibgefühl her kaum etwas Besseres.
Kommen wir zum Fazit. Insgesamt macht die Master Keys Bo-Reihe einen wirklich sehr guten Eindruck und überzeugt mit Qualität, Präzision und Haltbarkeit. Vor allem die einfache Bedienung der Software, die wirklich sehr einfach zu bedienen ist und die, glaube ich, von jedem Menschen bedient werden kann, aber auch der reine Plug-and-Play-Betrieb der Tastaturen sind denkbar einfach umgesetzt worden. Das Design der Tastatur ist einfach kompakt und geradlinig gestaltet. Störend ist allerdings das wirklich viel zu kurze USB-Kabel von 1,5 Metern. Da hätte ich mir mindestens ein 2 Meter langes Kabel gewünscht. Weitere Extras wie ein USB-Hub, Handballenauflagen oder Headset-Anschlüsse sucht ihr bei den drei Tastaturen vergeblich. Da bleibt nur noch der Griff zur Konkurrenz, aber wie gesagt, insgesamt drei wirklich sehr, sehr gute Tastaturen in verschiedenen Größen, zu verschiedenen Preisen, mit ganz kleinen Kritikpunkten. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr euch eine neue Tastatur kaufen wollt, dann greift gerne zu. Links in der Beschreibung, ihr könnt gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das gefallen hat, oder einen Kommentar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Patrick. Haut rein.